Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zum nächsten Video bei Jan der Manner. Ich komme hier gerade mit unserem neuen Fünfer angefahren, für uns neu. Eigentlich ist ein alter E39. Ich zeige euch gleich mal, was für ein genaues Modell und was die Ausstattung so kann. Und möchte ich in der Videoreihe mitnehmen, wie wir aus dem guten Kombi hier einen Mikrocamper machen. Leck mich am Arsch, ist das heiß heute. Wow, geilstes Wetter, um ein Video zu drehen. So Leute, für die, wo Bock auf Autodaten haben, habe ich jetzt noch kurz zusammengefasst die Fakten vom Auto. Wir haben hier einen 1998 gebauten E39 BMW Touring mit einem 528i Motor mit 197 PS, glaube ich. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber reicht vollkommen aus dafür, dass man mit dem Ding einigermaßen zügig von A nach B kommt. Wir haben das Ganze in Schwarz-Metallic mit Schiebedach, Automatik, Sitzheizung, Klimaanlage. Kein Leder, das war ganz wichtig, also mir nicht, aber meiner Freundin. Und noch so ein paar anderen Highlights. Ich würde das Auto jetzt mal kurz von außen und von innen zeigen und dann erkläre ich euch, was ich damit vorhabe und was das nächste Projekt ist. So ihr Lieben, ich sitze jetzt auch hier im Kofferraum vom 5er BMW. Das ist einer der Gründe, warum ich das Auto gekauft habe. Es ist nämlich mega geil mit der Heckklappe zweigeteilt, dass man die Glasscheibe separat öffnen kann. Ist aber auch so ein bisschen die Achillesferse vom Touring, weil der Kabelbaum immer bricht, ist ja auch passiert. Somit geht die ein oder andere Funktion nicht, wie Heckscheibenwischer oder der Taster an der Heckklappe, um die ganze Klappe zu öffnen. Und das Auto denkt die ganze Zeit, die Heckklappe ist offen, was bedeutet, die Luftfederung lässt das Auto ständig im Stand ab. Da muss ich jetzt mal was machen die Tage, neuer Kabelbaum liegt schon bereit. Dann ziehe ich den ein, ich hatte nur noch keinen Bock, weil das ist echt viel Arbeit, da muss der Dachhimmel raus und so weiter. Aber eigentlich geht es mir darum, dass ich aus dem Auto hier gerne einen Camper machen möchte, und zwar einen Mikrocamper, denn wir haben ja unser Busprojekt beendet und den ersten Bus verkauft, den roten Iveco Daily, und sind jetzt aktuell ohne Campingbus. Ich hole zwar den neuen die Tage ab, aber das dauert mindestens noch 1 bis 2 Jahre, bis daraus ein richtiger Camper wird, mit dem man Urlaub fahren kann, weil das was Größeres wird. Und somit machen wir jetzt hier draußen einen kleinen Mikrocamper. Ich hätte noch eine Frage am Rande, und zwar, wenn ihr Bock habt auf mehr Auto-Content, also mehr Kfz-Zeug, dann lasst mich das doch in den Kommentaren wissen, weil in dem Auto habe ich richtig viel gemacht. Ich habe das Auto ja, wie schon gesagt, als günstigsten BMW 5er in Bayern gekauft. Das hatte einen Grund, und zwar war die Heizung kaputt. Wir haben das komplette Armaturenbrett ausgebaut, einen neuen Heizkörper reingebaut und wieder alles wieder eingebaut. Wir haben neue Radlage gemacht, neuen Auspuff, also komplett neue Auspuffanlage mit Krümme und Cuts und noch vieles, vieles mehr. Und wenn euch sowas interessiert, lasst mich wissen, dann mache ich da natürlich in Zukunft auch Videos. Wenn nicht, dann kümmern wir uns einfach um das normale Heimwerkerzeug, wie zum Beispiel jetzt das Bett in diesem Auto. So, also das hier sind die Kabelbäume, die ich meine, die ganz gerne brechen. Ich habe die hier schon freigelegt. Hier sieht man es auch, hier hängt so ein Kabel raus. Keine Ahnung, was das ist. Ich vermute mal, das ist der Heckscheibenwischer. Und dementsprechend wird es jetzt die Tage da einen neuen Kabelbaum geben. Und jetzt würde ich sagen, ich klappe mal um, räume die Karre aus und dann messen wir mal den Kofferraum aus und gucken, was wir da so reinbekommen. So, wie ihr sehen könnt, haben wir auch eine fast ebene Liegefläche und das Ganze natürlich riesig. Leider nur nicht so breit, denn wir haben diese super breiten Radkästen, die einmal komplett ausgeführt sind, links wie rechts. Haben aber halt diesen Vorteil, dass hier diese Klappen drin sind, wo dann richtig viel Material drin verstaut ist. Aber wir verlieren dadurch ein bisschen Raum und haben nur 1,10 Liegefläche. In der Breite und in der Länge gar kein Problem, reichen easy going 2 Meter. Es gibt auch noch einen lustigen Fun Fact, und zwar zu der klaren Heckscheibe, weil wir ja eigentlich, wie ihr sehen könnt, getönte Seitenscheiben haben und die Heckscheibe ist aber klar, denn ich habe hier eine komplett neue Heckklappe eingebaut, die habe ich in Bremen gekauft, hierher transportiert und dann gegen die alte getauscht, weil die alte war so verrostet, kann ich euch mal gleich Bilder reinmachen, da ging gar nichts mehr. Jetzt ist eine komplett neue Heckklappe, also gebrauchte neue Heckklappe drin, die auch schon ein bisschen Rost hatte, der wurde aber gleich behandelt, somit ist die noch zu retten. Und mit der neuen Heckklappe ist jetzt auch wieder der Wassereinbruch im Kofferraum behoben. Also wie ihr seht, das Auto hatte das ein oder andere Problemchen, was behoben werden musste. Das ist aber erledigt und somit haben wir jetzt wieder eine geile Karre. Hoffentlich für die nächsten Jahre.
So, wie ihr sehen könnt, habe ich am Rechner schnell, nachdem ich die Maße genommen habe, eine CAD-Konstruktion von der groben Bettkonstruktion gemacht mit einer Schublade und den einzelnen Aufklappmöglichkeiten. Habe da noch ein bisschen drüber gehirnt, wie das Ganze funktionieren kann. Auch, dass man es mit aufgeklappter Rücksitzbank quasi transportieren kann und erst, wenn man dann ankommt, das Ganze aufbaut. So, servus ihr Lieben. Wie ihr an meinem Shirt sehen könnt, ist ein Tag später. Ich musste gestern irgendwann abbrechen. Es war einfach viel zu heiß. Heute ist es auch schon gut warm, aber ich habe aus meinem Fehler gelernt und früh morgens angefangen. Somit bin ich gerade noch in meiner Garage im Schatten. Das wird sich wohl bald ändern und man hat auch echt jetzt schon das Gefühl, es wird heute ein richtig heißer Tag. Ich war heute Morgen schon so euphorisch und habe, ohne euch mit der Kamera mitzunehmen, die Schublade fertig gebaut. Die zeige ich euch jetzt auch gleich mal. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie ich die Schublade mit dem Bettgestell, in das ich die vielen Löcher gebohrt habe, verbinden werde mit Schwerlastauszügen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das mit den Löchern sieht echt geil aus. Und ich wollte sowas schon immer mal machen, aber ich weiß auch jetzt, dass ich das nicht nochmal machen werde. Zum Vor allem nicht mit einem Forstnerbohrer, weil das war richtig viel Arbeit. Die Bohrmaschine ist zweimal überhitzt und ich musste Pause machen. Und es sieht einfach cool aus und spart vielleicht ein paar Kilogramm oder Gramm Gewicht, ich weiß es nicht. Und die Matratze wird belüftet, aber nochmal will ich das echt nicht machen, weil es ein Haufen Arbeit war. Aber für euch tue ich alles und jetzt habe ich es auch mal getan und kann das von meiner Liste abhaken. So, ihr Lieben, ich bin mega durch. Ich habe mir das heißeste Wochenende des Jahres ausgesucht, um das hier zu machen und schmelze dahin. Deswegen mache ich jetzt auch Feierabend. Aber die Bettkonstruktion ist drin, zumindest der Teil hinten im Kofferraum. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Und in der nächsten Videoreihe geht es dann weiter mit der Liegefläche über die Rücksitzbank bis vorne zu den Vordersitz zurücklehnen. Und dann kommen noch ein paar andere coole Sachen. Ich hole jetzt wahrscheinlich gleich noch was ab, was dann den Fünfer zu einem richtigen Camper macht. Da freue ich mich mega drauf. Da könnt ihr gespannt bleiben. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Bis dahin macht es gut und Peace. Thank you.